Hi Leute und willkommen zurück zu Remember Me. Ich hatte jetzt ein paar Tage ein bisschen Pause. Das lag daran, dass ich einfach ein bisschen zeitmäßig nicht ganz auf der Höhe war. Aber jetzt geht es auch bei mir wieder los nach der Gamescom, nach dem ganzen Zeugs. Und jawohl, auf den Abenteuer. Nillen. Ich habe jetzt echt keine Lust zu plaudern. Bad Request ist noch eingesperrt. Unter spezieller Aufsicht von Dr. Sebastian Quaid. Finde und befreie ihn. Damit das klar ist, ich tue das für Bad Request, nicht für die Sache. Ein Aufzug ist vor dir. Er geht runter unter die Bastille. Dort wird dir alles klar. So, einmal nach links und auf. Ja, Bad Request, dem will ich schon helfen. Bad Request ist cool. Und einmal den nach oben, so. Das war einfach. Was war das? Hey, da war ein Funzeltyp. Den habe ich genau gesehen. Hey, die haben mich eingesperrt. Ich will wieder raus, Hilfe. So. Moment, wie war das? Hey. Unsichtbare Typen, ich sehe sie ganz genau. Oh Mann. Nicht die tollste Option, aber na gut. Sanfte Säuseln! Sanfte Säuseln! Sanfte Säuseln! Häng mich! Panda! So, wo haben wir hier Licht? Kriege ich hier irgendwo Licht? Fahrstuhl! Fahrstuhl geht auf Licht! Bams! Beams! Komm! Gib ihm! Hier, nehmen wir die Raserei mal wieder. So, zack. Nicht noch was. So, habe ich alle. Ja, da funzeln noch die Leichen ein bisschen rum. Aber das haben wir erledigt. Mistviecher. So, wir sind im Aufzug. Was? Moment, das zeigt zwei Personen. Du musst dabei einige Sicherheitsschlösser aufbrechen. Bad Request hatte ein Picksocket. Ohne das ging er nie los. Es wird im Lager für die persönlichen Sachen der Gefangenen sein. Wo bin ich eigentlich? Dorthin kamen die vielversprechendsten Patienten als Versuchskaninchen. Ich bin wieder hier. Und das ist deine Schuld. Zwei Personen, es ist nur eine Person da drin gewesen. Irgendwas stimmt hier nicht. So. Einmal Heilung bitte. Dankeschön. So, Feuerlöscher. Sicherheitsvorkehrungen sind sind hier groß geschrieben. Das ist nicht so wie am Berliner Flughafen. Hier ist der Feuerschutz noch groß geschrieben. So, wo muss ich hier eigentlich hin? Was? Bad Request? Mille? Bis? Die verwirren mich. Sind wir hier unten? Was ist da drüben? Ne, das ist ein Cyborg. Das ist das Putschding. Achso, die sind da drin, dem sein Zeugs. Ich verstehe, glaube ich. Muss ich es von unten noch schieben? Das Ballast ist verwirrt. Wie immer. Thank you.
Ach so. Hüpf. So, und jetzt? Das ist gut. Dieser Kontrollposten ist nun aktiv. Bitte zurücktreten. Das Glas schließt. Okay, ich habe das hier gerade scharf gestellt. Das war, glaube ich, eine gute Idee. Woniska, Habseligkeiten. Gib mir Habseligkeiten von ihr. Jetzt kommt das nächste. Monseriot, Habseligkeiten. Wollte ich auch nicht. Komm. So. Voilà, wen haben wir noch? Spaghiari. Ich will auch keine Spaghetti. Na komm. Boah, das Ding doch weiter. Bad Request. So. Wie haben wir das? Ich hab's. Bad Requests Picksocket. Perfekt. Damit knackst du Sicherheitsschlösser. Sehr gut. Lass mich raten. Bad Request ist mein heimlicher Bruder. Stimmt's? Hey, woher weißt du das? Der Picksocket knackt selbst die stärksten Sicherheitsschlösser, indem er sie mit einer Energiesalve überlastet. Kein Problem. Lass mich raten, das muss ich jetzt überlasten. Um ihr Energiepaket auszusorgen. Okay. Okay. Ich hätte gerne noch hier ein bisschen weiter gedreht. Geht nicht. Zip. Ah. Kannst doch noch weiter drehen. So, schauen wir mal. Morris. Der hat nichts für mich dabei. So. Da kommt noch was für mich. Sanfokusbus. Sehr gut. So. Jetzt können wir die Tür schließen. Dankeschön. Hier aufmachen. Das sieht aus wie der Scanner. Robus. So. Sehen wir da was? Achso, das war der Raum, wo ich gerade war. Hihi. So, bam. Einmal den wegschießen. Gib mir mal deinen Saft. Pling! Okay, damit können wir also durch Fenster feuern. Wo haben wir da? Ah, da. Das ist voll gut. So. Ich glaube, das kann ich noch gebrauchen. Schweren Stunde, um die sofortige Einstellung des Rückverwandlungsprojekts anzukündigen. Die Versklavung einer Minderheit, wie feindlich oder bedrohlich sie auch sein mag, kann kein legitimes gesellschaftliches Ziel sein. Mehr denn je hoffe ich, dass Memorize andere Wege findet, diese schreckliche Seuche auszurotten. Bürger von Neo-Paris, ich spreche zu euch in dieser schweren Stunde. Um die sofortige Einstellung okay. des Rückverwandlungsprojekts. Also hat unser Überschreiben also das auch noch ein bisschen verbessert jetzt wieder, ne? Oder bedrohlich sie auch sein mag. Die Lebensbedingungen für die anderen. Ziel sein. Wir denn, hoffen, dass
ist, als ob es hier weitergeht? Nein. Ich spreche zu euch in dieser schweren Stunde. Ja, red nicht so viel. Block. Ah. So, gib mal Saft her. Wir können durch Fenster schießen, ne? Ich spreche zu euch so. In dieser schweren Stunde um die sofortige Einstellung des Rückverwandlungs. War schon wieder so ein Funzeltyp. Mistschweine. So, dunkler Raum mit zwei Robos. Einer schläft. Oder ist kaputt. Oder so. Schauen wir mal, da geht's runter. Unten ist es immer dunkel, das weiß man ja. Okay, da müssen wir rein. Wir müssen nochmal hoch uns Energie holen. Pling! So, danke. Und pling! Darf ich kurz Hallo sagen? Scheint defekt zu sein. Ist das eine Portal Gun? Nein, leider nicht. Oh, das würde vieles einfacher machen. Und zick. Einmal wieder den Saft rauszuziehen. Schön sauber machen, genau. Ist das derselbe Raum wie vorhin? Ich glaube fast ja. Kontrollraum. Ja. Wir sind im Kreis gelaufen. Scheiße. Jetzt können wir da Strom reinsetzen. Suche. Bitte Geduld. Ah. Muss da drin stehen Suche. Lassen? Bitte Geduld. Willkommen, Dr. Green. Ja, doch. Wer ist Dr. Green? Bin ich das? Habe ich dir mal irgendwie Daten geklaut? Bad Request. Hier ist Dr. Sebastian Quaid. Ich bin mir sicher, auch euch hat die Ankündigung von Frau Cartier Wells tief enttäuscht. Nie waren wir so nahe daran, den Ursprung der Mutationen aufzudecken. Ich werde daher diese Forschung fortsetzen. Um jeden Preis. Er ist total durchgedreht. Ja. Das fasst zusammen. Das ist übrigens ein medizinischer Fachbegriff, ne? Total durchgeknallt. So, einmal hier hoch. Zellen docken an. Weiter auf Gefangene. Verwandlung, wieso? Wo ist Bad Request? Wir müssen ihm helfen. Das ist unser Junge. Gelöscht. 60%. Ach, der hat Löschhelm auf oder sowas, wie es aussieht. Alter, diese Forschung ist echt übel. Hey. Der Arzt in meinem Kopf. Bad, wir holen dich hier raus. Zelle schließt zum Patiententransfer. Bitte zurückbleiben. Unbeaufsichtigter Patient im Sperrgebiet. Wow. Pass auf, Gegner, oder? Natürlich, was auch sonst. Komm, klappen wir uns. Nur wir beide, du und ich. Mann gegen Mann. Das ist so ein Leaper-Kontroll-Typ. James! Na komm. Okay.
Was? Ist denen egal? Nee, es ist schon so ein Typ. Was haben wir da noch? Rost in Frieden, Logikbombe. Komm, probier was mit einer Logikbombe. So. Hab ich ihn? Husch! Nein! Das ist so übel. Was die an Schaden reflektieren. Das geht gar nicht klar. So, jetzt kommt der nächste und da bin ich tot. Oh, neue Fähigkeit. Sens in Tarnung. Wählen Sie Ihr Ziel weise. So, ja, ich möchte jetzt gerne diese Fähigkeit auswählen. Das wirst du aber nicht zulassen. Nähern Sie sich dem Enforcer von hinten und überlassen Sie ihn. Das ist gut. Achtung, sofortiges Überladen funktioniert nur am Rücken eines Ziels. Die Unsichtbarkeit dauert 30 Sekunden und endet, wenn ihr Lid Schaden austeilt oder eine S-Impression an. Okay. So, und ich bin tot. Hey, herzlichen Glückwunsch. Das ist so geil. Die Typen, die Schaden reflektieren, sind zu ultra. Ich hätte das jetzt gerne übersprungen einfach. So, und jetzt bin ich natürlich nicht aufgeladen. Aber ich darf es trotzdem benutzen. Ja, ja, das ist mir schon klar, dass ich den Enforcer platt machen muss. Und weg mit dir. Ja. Das haben wir auch schon gesehen. Dankeschön. Ja, jetzt kriegt er eins aber volles Blut aufs Maul. Was kannst du denn nehmen? Versucht also die Herkunft der Liefer herauszufinden? So fing er an. Dann merkte er, dass er sie mit Sensoren kontrollieren konnte. Daher das Rückverwandlungsprojekt. Nun lädt dieser Irre seine eigene Psyche in ihre Köpfe. Oh Mann. Eine Quaid-Lieper-Armee. Okay, gut. Wir halten ihn auf, um jeden Preis. Finde die Zelle von Bad Request. Sein Gedächtnis führt dich direkt zu Quaid. Ich brauche die Leiter, um hochzukommen. Das heißt, ich muss einmal hier hoch. Ich glaube, da drin ist so ein Viech. Kriege ich hier was raus? Nö. Da kriege ich auch keinen Saft her. Komme ich jetzt da irgendwie rüber? Scheint irgendwie nicht so. Ich glaube,
ist hinter dem Fenster? Nö, jetzt müssen wir hier echt schauen, ob wir... Auf die Erinnerung zu löschen, das ist voll unfair. Ah! Der sieht nicht gut aus. Der gute hier auch nicht. Oh, da ist ein Heilding. Mach mich wieder voll. Schnell. Oh. Erstmal ein bisschen Heilung einschieben. Flitsch. So. Du bist der Feind der Töten! So. Fahren wir jetzt hoch? Ah, jetzt. Ich habe mich gerade eben einfach nur zu doof angestellt. So, da hatten wir so ein Ding drin. Deswegen holen wir uns jetzt den Aufzug. Und Klatsch, so. Paff. Sehr schön, ein paar Punkte einsammeln. So, dann machen wir nochmal die Runde rum. Hier. Saft. Und dann wieder hier rein. Huch. Moment, einmal reicht. Upsi. Klatsch. So. Tür ist so. Ah, ich bin nicht deine Oma. Okay. Ich komme, Bad. Ich hole dich. Moment. So, noch mal irgendwie so ein Monster. Ah, da oben. So. Aber jetzt kommen wir und holen dich Bad Request. Irgendwas hinter Eine Kiste hinter Gitterboxen. Da unten. Bert wird transferiert. Schalte das Zellenverteilsystem aus. Und wie mache ich das? Huh, upsie. Das war gut, ne? Voll der Skiller. Hüpf, ja. Ich bin fast da. Komm und hol dich. Keine Sorge, mein Freund. Bert wird transferiert. Schalte das Zellenverteilsystem aus. So, dann mache ich das. Hep. Hier irgendwo. Mach's mal mit dem starken Schuss. Zellensystemkontrolle versagt. Falsche Zuweisungen. Oh, das ist aber schlecht. Jetzt habe ich's kaputt gemacht. Sehr gut, Nillin. Sehr gut. Upsi. Das war wirklich großartig. Okay. Das wird schon reichen, oder?
Türme. Oh, ich dachte, sie fällt jetzt runter. Okay. Alter, ich gebe nicht auf. Niemals. Hüpf. Ich glaube, ich töte hier gerade en masse Leute. Oh. Hüpf. Huch. Jawohl, jawohl. Drei Taschen voll. Oh Gott. Was haben sie mit dir gemacht? Nelle, meine verlorene Schwester. Das hatten sie mit dir vor, als ich dich hier befreite. Das ist krank. Wir müssen es beenden. Extrahiere sein Gedächtnis. Anders geht es nicht. Entschuldige, Bruder. Diesmal muss ich ohne deine Zustimmung in deinen Kopf. So leer. So wahr. Kann man ihm seine Erinnerung nicht wieder remixen? Es ist nichts von ihm übrig. Nur seltsame Erinnerungen. Sie haben alles von seinem Lockup gelöscht. Der Rest gehört nicht mal ihm. Das ist hier das Standardprotokoll. Ich nehme ihn mit. Kapazität unzureichend. Beginne Transfer des Subjekts zur Hygienegrube. Was? Bert! Was? Ich muss Bert da rausholen! Du kannst jetzt hier nichts für ihn tun. Folge den Reminiszenen, die du eben geklaut hast. Sie führen dich zu Dr. Quaid. Ihn musst du stoppen. Die wollen ihn jetzt entsorgen, oder? Hey! Das könnt ihr echt nicht bringen, Leute. Jetzt mal ernsthaft hier. Also, auch du, ein Gedächtnisjäger. Natürlich nicht so gut wie deine Freundin Millen, aber doch ein außergewöhnliches Subjekt. Wir isolieren einfach deine Besonderheit. So können wir Memorial Leiden viel besser verstehen lernen. Was haben Sie mit ihm gemacht? Was? Ey, echt ernsthaft? Das? Okay, ich habe schon mal einen Stuhl da. Das ist schon mal ganz gut. Glaube ich. Klingt so. Mal hier wieder so einen komischen Käfer da. Der Bughunter. So, Moment. Dann zum Stuhl. Ja, ich habe den Käfer nicht vergessen gehabt. Wenn ihr das gedacht habt. Ich weiß ganz genau, wie ihr da drauf seid. Wie komme ich jetzt hier durch? So? Nein, irgendwie nicht. Doch da? Strom drauf? Ach so. Also echt Bad Request, die arme Sau. Was haben wir hier? Memory Deletion. Oh Gott. Ich habe das Gesicht verloren.